Wir erreichen das Ende bei Super Mario Maker 2 Story Mode, Level 82, die umragte Festung. Ranken eignen sich perfekt als Fassadenschmuck für Festungen. Könnte bitte jemand ausprobieren, ob man an diesen Ranken auch bis ins Ziel kommt? Nicht vergessen, wer an einer Ranke Y gedrückt hält, kann deutlich schneller klettern. Erfahrener Zimmermann. Okay. Weil man kann schneller klettern? Aber doch nicht in den alten Stilen. Ja, in den neuen Stilen könnte ich mir das schon vorstellen, aber habe ich auch noch nie gesehen. Das ist auch mal wieder was Neues, was man hier lernt. Wir sind hier in der Schule. Okay, ganz normales Klettern und schnelles Klettern. Ja, so ganz wenig. Ist man schon schneller. Alles klar. Wusste ich tatsächlich noch nicht. Lernt man mal was Neues. Mal wieder natürlich. Oh, das ist cool. Oh, das ist cool. Oh Gott. Hi. Okay, naja, also man könnte das echt viel, viel besser machen, aber haben die halt nicht. Okay, gibt es ein paar Coins, cool. Als ob ich so aussehe, als ob ich Coins bräuchte. Ah, hier soll ich so... Ah, das ist aber dann wiederum cool. Das andere könnte man besser ausbauen, aber das hier ist ganz cool. Vor allem wieder... Ja, der trollt mich richtig, dass er hier noch die Blöcke hin und her schiebt. In die Richtungen, wo ich die nicht haben will. Hallo, 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 nein, nicht hier unten, das ist die Lava. Pass auf, da kommt so ein Stachel-Ding. So ein Stachelschwanz, da will mich aufpieksen. Oder sagen wir Schweif. Schwanz könnte man falsch interpretieren. Bei den Jugendlichen heutzutage. Lass mal das. Dann einfach nach oben achten. Was? Oh Gott, ich habe nicht gedacht, dass er... Oh Gott. Yahoo! Was war das denn für ein Kampfschrei? Yahoo! Yahoo Answers, ey. Wow! Wow! Knappes Ding, du knappes Ding, aber wir sind jetzt im Ziel! Yeah! Ich habe schon heute vor, in dieser Folge das zu beenden alles. Ich weiß noch nicht, wie gut ich bin, wie schnell ich das alles schaffe. Weil wir haben jetzt nur noch, lass mich gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Level vor uns. Straße der Flammen. Featuring roter Yoshi. Yay! Speichfeuer, lass sie brennen. Alle werden vor dir wegrennen. Stürm voran, bevor sie dich rammen. Das ist deine Strafe der Flammen. Brenn alles nieder, dann singe ich dir die Lieder. Und geb dir auch ein paar Münzen. Wuhu! Okay. Das letzte ist zwar nicht gereimt, aber cool. Akzeptiere ich. Komm. Ich will jetzt ins Ende kommen, zum Ende. Warte, ich kann, was, wie oft kann ich schießen? Seht ihr, wie oft ich schießen kann? Ich kann 6-mal schießen. Und warum ich am Ende, das Rand, warum ich das am Rand, das ist sehr, nicht so toll. Oh nein, oh nein, nein! Okay, ich sehe schon, das ist ein schweres Level. Aber da schauen wir, Leute, da schauen wir. Das ist ja echt cool. Sogar mit Custom Scrolling. So, nicht aufladen. Außer ich habe gerade Zeit. Okay, die kann ich nicht killen. Okay, es geht darum, alle zu besiegen, I guess. Vor allem hier die Koopas, die Koopas, die Koopas, die Koopas, die Koopas. Oh Gott, der hat mich weggeschleudert. Nicht so gut. Nicht so nett. Okay, den kann ich treffen. Okay. Oh, lol, was passiert hier? Ich sehe einfach nur noch irgendwelche Feuerdinger. Nein! Warum tue ich das? Habe ich verdient. Die Schläge habe ich verdient. Die ich mir gerade selber gegeben habe. Das war ja einfach mal dümmer als alles, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Oh lol. Könnt ihr euch verbissen? Ja, danke schön. Okay, ich brauche gar nicht aufladen. Einfach durch. Einfach. Alles abschießen, alles weg mit euch. Shish. Oh Gott, ich sehe nur noch Yoshis Nase. Yoshi! Was? Hat er mich getroffen oder was? Nee, hat Yoshi getroffen. Hätte er mich getroffen, hätte ich ja einfach ganz normalen Schaden genommen. Okay, jetzt wird langsam sehr, sehr fällig. So, das ist nicht so nice. Ich finde aber auch das Scrolling irgendwie etwas zu schnell, oder bin das nur ich? Okay, komm, Spam, 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 Spam. Oh Gott, nein, 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 nein. Wie Mario Sprite sich einfach wechselt hier.
wie dann einer nach vorne guckt, wenn ich so ducke. Okay, schießen, schießen, ausweichen, schießen, ausweichen, schießen. Okay, hier kann ich dann aufladen. Hier kann ich schön chillen. Habe ich erst am letzten Moment gemerkt. Im letzten Moment gemerkt. Super, ich bin einfach 200er IQ. Könnte nichts gegen machen. Ich bin sogar 400er IQ, wenn ich will, ja. Komm, fight me. Alright. Na komm. Machen wir weiter. Vielleicht machen wir auch erst in der nächsten Folge das Ganze durch. Weiß ich jetzt nicht. Aber ich mach's auf jeden Fall heute, wo ich es gerade spiele. Was habe ich jetzt gemacht? Das wollte ich nicht. Aber jetzt, wo wir nochmal ganz hinten sind, können wir da gucken. Ihr seht ja alles. Kein Luigi benötigt. Weil ich einfach so krass bin. Ich brauche keinen Luigi. Die Geheimnisse des Knochentrockenpanzers. Es ist wieder Zeit für unser allwöchentliches Gehirntraining. Dieses Mal muss unser Kandidat den Knochentrockenpanzer kreativ einsetzen, um aus dem düsteren Keller zu kommen. Mann, bin ich dumm. Besitzt er den Grips und die Willenskraft dazu? Wir werden es herausfinden in der nächsten Folge von unserem Anime. Von Boku no Mario. Ich glaube echt manchmal so einen richtigen Scheißdreck, ne? Okay. Warum kann ich die bewusst killen? Seltsam. Hallo? Kann ich Ihnen helfen? Oh, ein One-Up nur. Schade. Bin ich geslidet mit dem Ding? Das Ding ist seltsam. Warum ist hier... Ach so, nein. Kann ich den nochmal neu machen? Bitte sag mir, ich kann das nochmal neu. Ja, warum ist der denn der Block? Okay, ich weiß nicht, warum der Block jetzt nicht mehr aktiviert ist, aber finde ich gut. Es funktioniert so nicht, aber so funktioniert es. Alles gut. Alles gut, Leute. Alles gut. Ich bin Profi. Ich weiß, was ich mache. Ach so, da kommt mit dem. Ich war mir nicht sicher, ob der damit hochkommt. Okay, ich denke, ich weiß, was ich machen muss. Wow, ich habe gedacht, ich sterbe. Warte, ich will schon meinen Panzer wieder. Oh mein Gott. Holy Christ. Epic. Epic Gamer Moment. Ja, geh da rein! Tss. Jackie! I love my Jackie! Hä? Warte, ich glaube, ich muss so machen. Nee? Nee, keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Ich habe versucht, jetzt die Coin zu bekommen, aber ich weiß es echt nicht. Guten Tag. Don't mind me. Tschüss. Lol. Ah, ich wollte gerade sagen, hier kann ich auch nicht Dings ausführen. Kann ich keine Stampfattacke ausführen, oder? In der Luft geht das? Ach, in der Luft geht das. Ich will mal kurz hier gucken, was es hier so gibt. Okay, nichts. Münzen. Nein! 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 Gib her! Gib mir einen neuen. Okay. Alles gut. Alles gut, alles gut. Ich bin richtig ruhig, weil ich am Überlegen bin. Das ist bei mir manchmal so. Ach so! Oh, da ist das Problem also. Also ich kann einfach so machen. Oh, ich bin schlau. Ich bin einfach Big Brain, Leute. Ich bin ein richtiges Big Brain. Nee, ich glaube nicht, dass wir das noch heute schaffen. Mit allen Leveln tatsächlich. Schade. Kann ich die nicht killen? Oh, warte. Warum habe ich das gemacht? Jetzt lohnt es sich nicht mehr, den zu killen, glaube ich. Oder soll er da runter? Hä? Wie bitte? Was ist meine Bestimmung?
Warte, kann ich die da jetzt decken und das Spiel zum Laggen bringen? Wenn ganz viele Items aufeinander sind, dann fängt langsam an, das Spiel zu laggen. Für die Leute, die das nicht wissen. Nein! Nein! Nein, es gab keinen Checkpoint! Doch, gab es. Doch, doch, doch! Hier! Doch, warum reg ich mich denn auf? Hier gab es doch einen Checkpoint. Okay, nee, wir schaffen das heute nicht, das durchzuschaffen. Aber ist ja auch nichts Schlimmes. Ist okay. Schafft man es halt nicht im ersten Mal. Aber das kommt noch. Warte, welche Farbe? Das ist jetzt 84, okay. Es gibt ja, wie gesagt, 90 Level. Ist halt blöd gelaufen, passiert mal. Zack. Da schnell rein, bitte. Gut. Jetzt mal ohne Witz, was soll ich hier bitte machen? Ich gehe mal von aus, ich soll das hier machen. Aber das bringt ja nichts. Also soll ich das doch nicht machen. Was soll ich denn dann machen? Jetzt macht er da seine Faxen und kommt nicht durch. Jetzt machen die beiden ihre Faxen. Hä? Oh Gott, ich weiß echt nicht, was ich hier machen soll. Och nö. Es ist die ganze Folge nur da. Es besteht die ganze Folge nur noch daraus, dass ich versuche, das herauszufinden, was hier gewollt ist von mir. Ich muss ja den Powerblock aktivieren, aber wie mache ich das? Den einfach da drunter droppen zu lassen, macht ja nichts. Dann ist er da. Aber wenn ich den jetzt einfach ganz normal kill, dann ist das für mich keine Hilfe. Nee. Ich bin echt verwirrt. Was will das Spiel von mir? Soll ich da selber runter? Ja, warte, wie mache ich denn das? Geht das überhaupt? Soll ich da selber runter? Ist das, was die wollen, dass ich da selber runtergehe? Wie mache ich denn das dann? Brauche ich den Bruder dafür? Ja, oder? Ja, so auf jeden Fall nicht. Nee, das hat mir jetzt nichts gebracht. Hä? What? Ach so! Oh, ich dachte mir schon, hier die Seite vielleicht irgendwas. Oh, Leute, es tut mir leid. Ah! I'm sorry, okay. Es tut mir doch wirklich leid. Das war nicht gewollt. Das tut mir leid. Ehrlich, ich schwöre. Ach gut. Dann machen wir jetzt so viel wie wir noch können. Und dann werden wir in der nächsten Folge hundertprozentig das Spiel hundertprozentig. Falls es Sinn macht. Macht Sinn, denke ich mal. Ja. Was ist eigentlich das Limit? Ist es 9999 oder was ist das Limit? Das werden wir noch sehen, denke ich. 85, springen verboten im Schnee. Oh, nicht schon wieder. Meine Attraktion Springen verboten hat sie schon schwitzen, hat die schon schwitzen lassen. Dann versuche dich jetzt an Springen verboten im Schnee. Kannst du der eisigen Kälte ganz ohne deine übliche Herumspringerei trotzen? Du musst irgendwie die Wippen zum Wippen und zum Kippen bringen. Ich hoffe, das ist das letzte Level von sowas mit mir nicht springen. Am Ende des letzten Levels einfach nicht springen. Speedrun, Puzzle, alles, einfach alles. Also durchrushen. Ja, das ist jetzt schon irgendwie Speedrun. Was? Hä? Ach, der bleibt da. Kann ich, ach, ich kann die Blöcke mit dem Spring? Mit dem Trampolin aktivieren? Das wusste ich nicht. Ah, das ist cool. Das ist cool. Ah, ja.
Warum kann ich mit dem Ding nicht rutschen? Kannst du mir die Dinge da aufnehmen? Der kann keine Münzen nehmen. Okay. Aber jetzt kann ich die Münzen schnell grabben. Nice. Hi, willst du vielleicht die Blöcke da aktivieren? Ah, da ist nichts drin. Na, ein bisschen unnötig. Willst du vielleicht die Blöcke da aktivieren? Dankeschön. Hey, willst du da vielleicht die Blöcke? Ah, das ist mit One-Up. Schade. Warte mal nochmal, Ah, so funktioniert das nicht. Hier? Ah ja. Ah ja, interessant. Was? Die haben mich nicht getroffen? What? What? Wie das denn nicht? Okay. Den aktivieren. Was macht er dann? Der kommt hier runter. Oder was macht er dann? Da geben wir nochmal so einen Powerblock. Ich glaube, ich muss mich hier runterbringen. Nee, das funktioniert so nicht. Warte, vielleicht muss ich einfach Powerblock auf den Greifer. Und dann macht der Greifer das, was ich machen will. Sorry. Ah ja, der macht das. Cool. Nice. Okay. Ziel? Fragezeichen. Schade. Na komm, Ziel. Ziel! So, jetzt. Nee, ich spring jetzt nicht. Komm. Gott, ich bin immer noch krank. Es fühlt sich manchmal an, als würde eine Erkältung nie gehen. Kennt ihr das? Das ist nervig. Erkältung ist echt nicht schön. Vor allem Erkältung, die dann auch seine Stimme irgendwie beeinflusst. Das ist nicht toll. Das ist absolut nicht toll. Haben wir noch Zeit? Jo. Frühling, Winter, Frühling und Winter. Heute scheint die Sonne oder es schneit. Je nachdem, wenn man eine Röhre schlüpfen kann, um zwischen Winter und Frühling zu wechseln, ist mein Job irgendwie sinnlos. Okay. Lol. Dann werden wir in der nächsten Folge die letzten 4 Level machen. Und das hier noch machen. Jap, jap. Ich kann wieder springen, das ist nett. Wann habe ich zuletzt einen Goomba gesehen? Letzte Folge, glaube ich. Kommt nicht so oft vor. Ah, ich kenne ja gar nicht. Ist der falscher. Falsches. Na egal. Falsches Game-Theme, das wollte ich sagen. Okay, warte, vielleicht wächst hier irgendwas im Winter. Okay, warum auch immer im Winter die Wirbelwindviecher da sind. Cool. Zack. Ich mag die Dinger. Ich bin der Einzige, der die mag. Kann das sein, Leute? Kann das sein? Okay, im Winter ist es eingefroren. Das können wir also nicht aktivieren. Dann müssen wir hier rein, um das aufzutauen. Yeah, ich kann denken. Das ist doch toll. Wuhu, 3-Sprung. Hey, Schnucki. Komm her. Schnucki. Ich warte lieber. Nicht, dass ich noch irgendeinen Blödsinn mache. Was? Hey! Hä? Ach, ich hätte wieder in die Röhre reingehen sollen im Winter, oder? Nein! Okay. Dann machen wir kurz einen Speedrun. Ich finde ja solche Level, vor allem Nintendo macht ja auch solche Level, oder halt allgemein im Story mal, werden ja solche Level irgendwie voll angepriesen. Wo dieser Game-Theme hier immer gewechselt wird. Beziehungsweise, du gehst in eine Röhre rein und es ist die gleiche Welt, aber halt in einem anderen. Zum Beispiel ist es Nacht und dann wird es Tag oder halt sowas hier. Und ich habe das Gefühl, dass halt Nintendo wirklich diese Idee richtig geil findet und so, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde die Idee cool, aber ich finde sie im Wind overused tatsächlich. Es gibt viele Level, die das machen.
Zumindest die, die ich gesehen habe. Oh Gott, bitte. Ich versuche gerade ernsthaft alles, was ich in mir habe, alles, was mit Erkältung in mir habe, loszuwerden. Weil das ein wenig unangenehm, glaube ich, sein könnte, wenn man das in der Aufnahme hört. Ah, hier ist auf einmal das eingefroren. Ah, cool. Cool, cool, cool. Wegen alles eingefroren. So cool. Haha. Und das wächst? Ja, das wächst im Sommer. Natürlich wächst das im Sommer. Sommer. Boing. Lol, hallo. Darf ich da mal hoch? Ey! Ey! Gib mir die Münze! Yes. So, soll ich hier nicht lang. Oh. Warum ist dann hier die Röhre, wenn man da nicht. Okay. Hä? Was, da sind doch jetzt weniger als vorher. Sind die gerade dadurch gestorben? Aber wie denn sind die denn da gestorben? Soll ich vielleicht so machen? Jetzt kann ich ja hier durch. Ich kann nicht mehr zurück. Ich hoffe, das ist richtig. Ja, ist richtig. Epic. Und wenn ja die Folge auch epic fandet, dann lasst es mich gerne wissen. Mit einem Kommentar oder mit einem Daumen nach oben würde mich zumindest freuen, ja. Und dann sehen wir uns in der hoffentlich letzten Folge von Super Mario Maker 2 Story Mode wieder. Tschüssle.